einen Tag als Foodtrucker gearbeitet. Döner macht schöner, sag ich noch. Ich habe heute einen Tag als Foodtrucker gearbeitet und für dich herausgefunden, wie der Arbeitsalltag ausschaut und ob das wirklich so leicht verdientes Geld ist, wie man denkt. Lass dir schmecken, ey. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin heute deswegen mit Sascha unterwegs. Moin! Grüße! Vielen lieben Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, erzähl mal, wie sieht dein Arbeitsalltag aus und was erwartet mich heute? Dich erwartet heute viel Vorbereitung vorher. Und hoffe, ein bisschen Stress, ja? Du kannst es gerne probieren. Jawohl. Und pass schön auf die Finger auf. Naja, sieht doch gut aus. So, jetzt haben wir alles vorbereitet. Sozusagen Rot-Weißkohl, jetzt geht's los. Jetzt machen wir Brot und starten den Spieß. Hier ist das Feuerzeug, Pascal. Ja. Du drückst hier rein und drehst du nach links. Nee, halten. So, und damit habe ich auf ganz entspannt meinen ersten eigenen Döner angezündet. Jetzt geht's weiter. Ja. Jetzt gehen wir zum Brot. Wir holen das Brot raus. Es wird durch 4 Scheiben geschnitten. Ja. Jede Brotscheibe. Ja. Und dann geht das los. Sascha, was glaubst du, was man so für ein Typ sein muss, um einen eigenen Foodtruck zu besitzen? Auf jeden Fall locker sein, nicht schüchtern sein, jeden Mensch ansprechen. Du musst halt zum Kundschaft sehr nett sein. Ja. Wenn du da stehst und sagst 4 Euro bitte und guckst nach unten, dann kommt keiner mehr auch, weißt du? Du musst immer freundlich und nett zum Kunden sein und immer was einen schönen Spruch auf der Zunge haben. Wir nehmen das Brot und dann gehst du schön mittig mit dem Messer da rein, nicht bis nach unten. Das ist schön so, ja genau, jawohl. Jawohl, das reicht schon. Pascal, Mensch, aus dir wird noch ein geiler Dönerladen, Dönerbesitzer, ja. Jawohl! Das sind russische Pelmeni, die wir selber machen. Und die bereiten wir jetzt vor. Okay. Sobald das Wasser kocht, mit Salz natürlich, kommen die Pelmeni rein. Bisschen tiefer die Tüte, dass es nicht so spritzt. Jawohl. Wie viel Zeit brauchst du jetzt noch zum Vorbereiten? Also meine Vorbereitung läuft jeden Tag eigentlich eine Stunde ab. Und mein Ziel eigentlich, die Leute jeden Tag mit frischen Sachen überraschen und deswegen kommt der Döner gut an. Je länger man es auch macht, desto einfacher ist es dann auch die Vorbereitung. Genau, so ist es. Oh, so, Pascal, jetzt sind wir bereit. Pelmeni können ein bisschen ruhen. Jawohl. Und wir machen jetzt auf. So, und wir sind jetzt bereit, die ersten Döner zu verkaufen. Ich warte schon jetzt hier auf die Kundschaft. Sascha, bevor wir hier durchstarten, was würdest du sagen, was sind die positiven und die negativen Seiten deines Berufs? Du bist selber der Boss, dir geht keiner grob gesagt auf den Sack. Negative Sachen sind halt, es ist wie eine Welle. Entweder kommt Kundschaft oder es kommt keiner. Es ist wettabhängig. Du kannst das nicht so, du hast halt nicht so du die kannst halt nicht sagen, Sicherheit. Ja, genau. Sicherheit hast du nie. Entweder machst du auf und probierst oder lässt es zu. Ja. Jetzt haben wir den ersten Tester, weil der Mann hinter der Kamera, der will noch ein bisschen schöner aussehen und dem machen wir jetzt einen Döner fertig, oder Sascha? Genau, Brot legen wir dann ein. Hab ich schon oft gesehen beim Döner. Genau. Jawohl, Pascal, sieht das schon mal gut aus. Für das erste Anfang sieht es wirklich sehr gut aus. Ist gar nicht so leicht, wie es immer beim Döner aussieht. Ne? Genau. Guck mal, wie dein Döner jetzt schon aussieht. Okay, was willst du denn drauf? Alles? Alles. Einmal russischer Döner komplett. Einmal russischer Döner. Einmal russischer. Streichst du schön ein, links, rechts. Schön einreiben, genau. Dann kommt das Fleisch. Mach nicht so viel, einfach nur ein bisschen jeweils. Genau. Und das ist jetzt der Döner? Das ist der Döner, jawohl, den du gemacht hast, zum ersten Mal. Mein erster Döner. Lass ihn dir schmecken. Ciao! Spannend. Was würdest du sagen, Sascha, wie viel Urlaub und wie viel Freizeit hast du jetzt in deinem Beruf? Freizeit kannst du dir selber einteilen, da du ja selber der Boss bist. Ja. Kannst du machen dann Freizeit, wann du willst, wie du willst. Natürlich musst du es so einteilen, dass du auch, wenn du von Urlaub wieder da bist, dass du auch Geld hast.
Ja. Die ganzen Ausgaben, alles zu bezahlen. Wie lange arbeitest du am Tag? Es kommt drauf an, unterschiedlich. Also manchmal von 10:30 bis um 19 Uhr. So wie Freitag von um 12 bis 19 Uhr. Ist immer unterschiedlich. Wo kannst du überall unterwegs sein als Foodtrucker? Also du bist ja jetzt hier, aber... Eigentlich überall. Ja. Wo die wollen, überall eigentlich. Sachsenring, Weihnachtsmärkte. Ja, also du kannst überall deinen Foodtruck aufstellen. Und jetzt ist es ein bisschen eingeschlagen durch die Corona-Zeiten. Ja. Gibt es keine Aufträge zurzeit, aber sonst eigentlich überall. Ja. Okay, spannend. Das ist jetzt der letzte Döner für heute. Du hast es heute geschafft. Ein Tag als Foodtrucker. Ich fühle mich richtig bereit. Wer ist jetzt für dich? Genau. Okay. Was willst du denn für Soße? Scharf. Ja, du bist schon so ein scharfer Typ. Ja, mach mal scharfes. Jawohl. Sascha. Jawohl. Dann lass ihn dir mal schmecken, aber bitte draußen essen, ne? Wegen Hygiene. Nur, dass du Bescheid weißt. Vielen Dank. Wie zufrieden bist du mit meiner Arbeit heute? Eigentlich sehr gut. Also du könntest eigentlich als Dönerarbeiter durchkommen. Also wenn du mal in Urlaub willst, übernehme ich deinen Foodtruck. Durchlesen, so machen wir das. Wunderbar. Die Frage aller Fragen, was verdient man als Foodtrucker? Verdienste, kann ich dir sagen, ist variabel. Also sag mal wie eine Welle. Du kannst 5 Euro verdienen am Tag, du kannst verdienen am Tag 100 Euro. Ja. Du kannst aber verdienen am Tag nix. Es kann sein, dass du, wenn du zum Beispiel auch mit deinem Foodtruck woanders unterwegs bist, dass du 0 Euro verdienst. Genau. Es kann auch sein, dass du 1000 Euro in der Woche verdienst. Genau, so ist das halt. Du siehst also, als Foodtrucker ist es doch nicht so einfach, wie es von außen immer aussieht. Und das große Geld ist nicht immer garantiert. Eins ist aber sicher, auf Arbeit kannst du immer essen und immer naschen, auch wenn du mal nichts verdienen solltest. Wenn du wissen willst, wie du fest verdienen kannst und trotzdem immer naschen kannst, dann schau dir unbedingt dieses Video hier an.